Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Grandia. Ich befinde mich vor der zweiten Massakermaschine. Oder, nee, wie hieß die nochmal? Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Genau hinter mir, wo ich mir die Steintafel beim letzten Mal noch angeguckt habe, lag noch eine Truhe mit einem Wintermodell. Die habe ich schon mal mitgenommen. Jetzt stellen wir uns diesem Gegner. Ja, schöne Kampfmusik. Darf natürlich nicht fehlen. Ah doch, Massakermaschine. Ach ja, ich hab's ja sonst immer Killermaschine genannt, ne? Ja, da war was. Good times, good times. Sie setzt den Heuschlag ein. Ihr kennt den Heuschlag noch. Diese wundertolle... ich sage mal... schmerzhafte Windtechnik, die auf alle Leute geht. Wollen wir nicht unbedingt haben. Nee. Auch wenn Gatwin da jetzt bereit steht zum Schlag. Erstmal müssen wir natürlich Feuer auf so ein Ding werfen. Instant Kill, weil Metall geschmolzen ist. Das wär's doch. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Das Schwert hoch ist jetzt nicht unbedingt. Na, scheiße, der wird das immer noch machen. Lass es. Ich hab ihn immer noch nicht davon abgehalten, oder? Das nervt. Ich will diesen verkackten Heuschlag nicht haben. Gut, wer da rumrennen will, soll er machen. Das stört mich dann relativ wenig, was das angeht. Aber trotzdem, ich will diesen Heuschlag nicht abbekommen. Und am besten hätte ich natürlich am liebsten eine Steigerung von sowohl Wind als auch Wasser durch den Eisschlag. Heißt es unter Umständen auch, dass ich jetzt nur noch in der Gegend rumrenne, irgendwelche random Gegner mit dem Eisschlag töte. Hauptsache, ich krieg da ein Level-Up für. Naja, machen wir auch nicht. So, dann einfach nochmal einen Flammengeschoss, weil wir können. Ich mag das Flammengeschoss. Ich mag sowieso Feuertechniken. Abgesehen von Sepp, vielleicht hier in diesem Spiel am liebsten. So, das Auge will heilen. Das wollen wir erst recht nicht. So. Ja, ja, Husten ist anstrengend. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt relativ schnell raus bin aus der aus dem kleinen Stück Aufnahme. Aber ich will euch ja nicht die Ohren zuhusten. Wenn ich jetzt gehustet hätte, auf dem... ja, oder mit dem Aufnahmegerät... Schrägstrich Programm. Da hätte ich euch definitiv zugehustet. Das ist halt so momentan ein kleines Problem, aber wenn ich das mache, dann richtig. Aber jetzt riecht doch ein Heuschlag ab. Super. Naja gut. Macht nichts, wenn ich ein paar Techniken abbekomme. Das ist der Wurf. Lässt sich aber doch noch leicht verkraften, würde ich mal sagen. Dann zapp ich einfach alle von denen. Sprich Auge und den Roboter. Das sollte schon... na, doch ganz nette Sache mit ihm anstellen. Das ist beinahe wie töten. Nur nicht ganz. Aber angegriffen hat sie gut. Das freut mich. Dann darf Fina noch ein Kindlister benutzen. Yay. Macht das auch guten Schaden? Böde. Ja. Dann kann jetzt Gatwin, spätestens Justin, den platt machen. Gutes, ja. Gatwin macht's. Gatwin macht das. Und also da fertig damit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Like Master, like Man. Dafür dann nochmal 1200 und 2000 Gold. Aber kein Level-Up mehr. Du bist stark geworden, Justin. Du bist schon beachtlich. Ich habe gesehen, wie in der kurzen Zeit, seit ich dich kennengelernt habe, deine Kräfte gewachsen sind. Ach, Gatwin, du machst mich ganz verlegen. So. Jetzt drücke ich einfach mal diese Knöpfe hier.
Ja, Entschuldigung, da wandert dann doch ein Husten einmal auf das Tape. Nee, natürlich nicht, das ist ja völliger Schwachsinn. Nee. Was zum Henker? Das ist auch nicht richtig. Also der muss da bleiben, weil der... Okay. So. Okay. Oh, der ist immer noch zu hoch. Ich könnte gerade ganz einfach failen, weil ich nicht sehe, was ich tun soll, aber... Okay. Einen weiteren Schalter drücken und dann passt das schon. Das ist also die Kugel, die die Kraft der Geister bündet. Bündelt, nicht bündet. Teleportationsopt genommen. Lass uns schnell zurückgehen. Stu hat das Warten bestimmt schon satt. Justin, ich frage mich, ob wir mit unseren Abenteuern so weitermachen sollten. Wie meinst du das? Es ist nicht immer ein Arzt wie Dr. Alma. Es wird nicht immer ein Arzt wie Dr. Alma dabei sein. Selbst wenn es uns gelingt, das Meer der Nixon zu überqueren, warten weitere Gefahren auf uns. Wenn zu was passiert. Schon in Ordnung, Fina. Justin versteht das schon. Ja, wir verstehen das schon. Denke ich zumindest mal. Und soweit ich weiß, können wir den Berg jetzt verlassen. Also mache ich das dann offscreen. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück in Dite Village. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder aufmachen, um Dr. Alma einen Besuch abzustatten. Zu gucken, wie es... Ne, das war das Haus des Seniors. Um zu gucken, wie es Sue momentan so geht. Jetzt muss ich einmal hier rüber irgendwie. So war das doch. Immer nervig, wenn der Arzt sonst wo ist. Beziehungsweise irgendwas in einem Dorf irgendwo ist, wo man total nervig rankommt. Was ist mit dir? Die süße kleine Mädchen, das immer bei euch ist, die ist drüben bei Dr. Alma. Nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Dr. Alma ist eine großartige Ärztin. Sie macht jeden sofort wieder gesund. Na, das will ich doch mal hoffen, guter alter Mann. Wir sind zurück, Sue. Also, geht es dir jetzt besser? Hey, das hier ist ein Krankenhaus. Würdet ihr bitte etwas leiser sein? Sue hat besorgt auf euch gewartet. Justin, sie möchte mit dir alleine sprechen. Keine Sorge, wir haben den Teleportationsorb. Lasst uns alle das Meer der Nixon überqueren. Justin, ich habe beschlossen, keine Abenteuer mehr, bis ich erwachsen bin. Sue, was sagst du da? Hast du dich hier nicht gut erholt? Leidest du doch immer an etwas. Ja, du gewinnst den Punkt nicht. Kann man vielleicht früher gesagt haben, aber mittlerweile... Du verstehst den Punkt nicht. Körperlich hat Sue sich gut erholt. Aber wenn sie weiter auf Abenteuer geht, wird sie einfach schnell wieder geschwächt sein. Auch wenn ihr sie schonen würdet, wäre sie am Ende wieder ausgelaugt. Ja, im Moment sieht sie wieder gut aus. Aber sie muss immer noch schwach sein. Ja, das stimmt. So wie Dr. Alma sagte. Wartet mal eine Sekunde, was ist denn mit euch allen los? Sue ist unsere Freundin und Kameradin. Stimmt's nicht, Sue? Dir geht's wieder gut, nicht, Sue? Nein, ich habe mich schon entschieden. Ich gehe nicht auf Abenteuertour. Sue. Okay, so werden wir es machen. Ich bleibe hier bei Sue, bis sie wieder mit uns mitgehen kann. Sue, du sagtest, Justin, du kannst nichts ohne mich machen. Stimmt's? Ich mache auch eine Abenteuerpause. Auf keinen Fall. Justin. Du musst weitermachen. Ich will es so, okay? Okay. Justin, du bist ein wahrer Abenteurer. Egal, was ich versuche, ich werde nie mit dir mithalten können. Verstehst du das nicht? Justin, es sollte dir klar sein. Aber wir können dich hier nicht einfach alleine lassen. In Dyke glauben wir daran, dass es das Beste ist, wenn die Kranken in ihre Heimatstadt gehen. Nach Palm?
Wir benutzen den Teleportationsorb. Was? Diesen Orb. Wir können damit in einem Moment überall hin. Also sollte Sue ihn benutzen. Nein, wenn ich ihn benutze, wie wollt ihr über das Meer der Nixen? Bist du sicher, Justin? Dieser Orb kann nur einmal benutzt werden, nicht? Das stimmt. Wir können ihn nur einmal benutzen. Also für den besten Anlass. Momentan fällt mir kein besserer Anlass ein, als Sue zu helfen. Justin, sieh mal. Uns wird es gut gehen, okay? Schwierige Überquerungen sollten ein Abenteurer warten. Und du sagtest, ich sei ein wahrer Abenteurer. Justin, okay, du hast recht. Danke. Okay, lass es uns tun. Okay, also auf zu dem mysteriösen Dunstberg. Mal wieder. Ratatatsching. Und dann die schwierige Überquerung. Entschuldige, aber ich sollte mich jetzt verabschieden, Sue. Wie? Du kannst mich nicht begleiten? Nun, ich habe da noch eine andere Sache zu erledigen. Wir werden uns wiedersehen, Sue. Ich freue mich darauf, wenn du selbst eine sehr hübsche Dame sein wirst. Werde ich sicher. Und dann komme ich dich auf jeden Fall besuchen, Gatwin. Justin, ich bitte dich, sie zu begleiten. Ich werde im Gasthof von Dite warten. So, da wäre ich auch schon wieder bei den mysteriösen Dunstbergen. Wir brauchen ja nur gerade ausgehen jetzt mittlerweile. Das ist ja nicht so das Problem. Ja, dann sind wir auch schon wieder in diesen geheiligten Hallen mit einem Teleportationsdevice. Okay, ich denke, ich lege die Kugel hier hin. Los geht's, Sue. Ich liebe alte Technologien. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die so klasse. Na, die Musik erinnert uns doch an etwas. Wow, das ist Palm. Es ist eine ganze Weile her. Unglaublich. Man kann wirklich gehen, wohin man will. Justin, denk nicht nur an dich und mach Fina keinen Ärger, verstanden? So, lass mal sehen. Dein Taschentuch hast du wie immer in der Tasche, deine Zahnbürste. So, Justin, du wirst auch ohne mich klarkommen. Justin, Fina, das ist wohl der Moment des Abschieds. Alles Gute, ihr zwei. Aber Sue, kommst du wirklich allein zurecht? Ich könnte mit dir zurückgehen. Auf keinen Fall. Du hast versprochen, das Abenteuer fortzusetzen. Ich bin bereit. Zu Hause wird Tante Lili jede Menge für uns kochen, was, Poi? Puff, puff, die puff. Sue, du tust, als ob alles in Ordnung wäre, aber ich... Justin, das stimmt überhaupt nicht. Ist schon okay, Sue. Es ist okay, Sue. Sei nicht dumm. Gib dir nicht so viel Mühe. Ich glaube, du durchschaust mich, Fina. Aber ich wollte nicht, dass du mich weinend in Erinnerung behältst. Wirklich nicht. Mach dir keine Gedanken, Sue. Du musst dich nicht zusammenreißen. Du wolltest zurück nach Palm gehen und alleine weinen, stimmt's? Stimmt's? Fina, immer, ich will bei euch sein, immer. Fina kann Justin weiter begleiten, aber ich wünschte, ich könnte auch mitgehen. Das wirst du. Egal wie weit wir voneinander entfernt sind, im Geiste wirst du die ganze Zeit bei uns sein. Stimmt's doch. Ja. Ich verspreche es dir, Sue. Wir sehen uns wieder. Justin, du und ich werden wieder zusammen sein. Danke, Fina. Du musst mich einfach besuchen. Bis dahin müsst ihr zwar das Abenteuer fortsetzen. Versprochen. Oh, da ist es. Ach, guck. Nun, ihr sollt mich so in Erinnerung behalten, wie ich jetzt bin, okay, ihr zwei?
Wenn ihr euch mich jetzt nicht gut einprägt, werdet ihr mich als schöne Frau nicht mehr erkennen. So. Auf Wiedersehen. Viel Glück. Folge deinem Traum, Justin. Du wirst Angelo finden. So. Danke. Ja, und so verlässt Su unsere Party. Auf Nimmerwiedersehen. Justin, wir sind hier, um Su zu verabschieden, aber es sieht aus, als würde sie uns verabschieden. Ja, ich weiß. Su. Alles klar, wir überqueren das Meer der Nixen. Ich werde es dir zeigen. Versprochen, Su. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass die Musik dann einfach so schlagartig aussetzt und schon sind wir wieder bei der Ruinmusik. Kann ich nicht ändern. Ich werde jetzt offscreen zurückgehen nach Dite und wir sehen uns dann gleich wieder. Beziehungsweise, das dauert jetzt eigentlich nicht mehr so lange, aber ich muss sowieso einen Cut machen.